Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder im Reisevlog-Modus und diesmal was ganz Besonderes, denn wir sind nicht zu eins, zu zwei, sondern zu dritt. Die dritte Person sitzt da, wird so gut wie nichts sagen. Die Chance ist bei 0,0002%, vielleicht, dass es zumindest ein Hallöchen gibt. Wir lassen uns überraschen. Aber das alles gibt's erst nach unserem Intro. Zu einem Mentos. Nee, Freshmaker. Ein Fisherman. Bist so heißt du das. Zu schwach? Brauchst du ein Fisherman? Ja. Ach, Werbung. Am frühen Morgen. Wir werden nicht bezahlt. Muss ich noch dazu sagen. Ja. Ja, wir haben es. Gott im Himmel, hinter uns fährt ein LKW. Oder sowas ähnliches. 7.37 Uhr. Das ein heißt, Träger. Wir fahren. Nein, wir gehen jetzt zum Bäcker. Sind ihr nicht am Rhein gelandet, wo wir eigentlich wollten, weil es ist stoppevoll. Man merkt, die haben alle Urlaub, Pfingsten. Aber wir sind im schönen Ahrtal wieder gelandet. Deshalb gibt es nicht so viele Szenen rund um das Ahrtal, weil A ist auch windig. Wer ist da? Markus. Die alte Flitzpiepe ist nicht am Rumflitzen. Ja, am Rumpusten auf jeden Fall. Am Rumpupen? Ah, nee, Pusten. Dafür bist du zuständig. Nein. So, wir gehen jetzt Brötchen kaufen und ja, dann gibt es lecker Frühstück. Und ja, dann sehen wir mal, was der Tag so bringt. So, wir haben es jetzt sage und schreibe, die Uhr geht nicht mehr. 20 Minuten später, wir waren bei den Bäckern. Und ich finde das sehr nett, dass hier jeder schon Brötchen hat, warum ich nicht? Der läuft halt schief. Und ja, ihr seht ja das alles schön wieder gedeckt hier. Da ist Rührei, da ist Rührei, da ist Rührei. Falls ihr euch wundert, warum das so langsam geht, Stefan ist aber am Pennen. War auch nicht wirklich vorbereitet hier. Und Beweis, hier liegt ein Brötchen und da liegt noch ein Brötchen. Wir sind nicht verfressen, da sitzt tatsächlich jemand. Und Beweis, mein ganz anderes Handy. Das können nicht wir sein. Und ihr hört ein Lachen. Ich habe gesagt, 0,002%, ihr werdet jetzt seine Stimme hören. In diesem Sinne, guten Hunger. So, wir sind raus an die Natur, haben gefrühstückt, das hat wunderbar funktioniert. Wir müssen aufpassen, es ist windig heute, wie gesagt, Markus, die blöde Kuh, macht hier so einen Wind, glaubt man gar nicht. Tja. Ja, wir wandern jetzt den Rotwein-Wanderweg, weil wir müssen ja unser Kamerakind, was komischerweise die Kamera gar nicht hält, also was läuft hier nicht richtig, Tja. Den Rotwein-Wanderweg zeigen. Ich kann mal sehen, wie wahnsinnig die da steht, ich sehe das jetzt schon. Da werden wir euch gleich mal auch ein Bild einblenden, wenn wir wissen, wer da oben sind. Wir müssen jetzt aber laufen, weil sonst halten wir den Verkehr auf. Das wollen wir doch nicht. Jetzt seht ihr an, diese Säufer. Es ist noch nicht mal um 11 und die trinken. Ich bleibe bei Wasser, ich weiß, was ich gehört, aber diese beiden. Zum Wohl. Ich bin auch noch so kaputt. Wir sind 50 Minuten gewandert, man glaubt es gar nicht. Wir haben euch nicht viel gezeigt, weil, wie gesagt, Markus ist ein Arsch. Davon reden wir jetzt nicht von unserem Friseur, das ist kein Arsch. Und alle anderen Markus, die wir nicht kennen, sind eigentlich auch keine Arsche. Aber Markus, dieser Sturm ist ein Arsch. Denn der gibt uns kein schönes Wetter, so dass wir hätten weiter filmen können etc. Aber ihr kennt das schon, schaut mal in die Ahrtal-Vlogs, die wir so gedreht haben. Einen habe ich vielleicht oben verlinkt und wenn nicht, müsst ihr einfach mal in unsere Fox-Serie gucken. Ja, wie gesagt, die Jungs, die sind schon am, ich wollte gerade sagen, am Schlubbern, nee, an Suppeln. Und ja, ich bleibe beim Wasser und dann werden wir mal nachher schön lecker essen. Das heißt, wir zeigen euch, wie man hier zu dritt ohne Probleme Schnitzel machen kann. Und dann heute nachher nochmal, wie dieses Bett hier eigentlich gebaut wird, damit auch überhaupt eine dritte Person schlafen kann. Denn das ist so, wir schlafen nicht alle in einem Bett da hinten, das wäre zu eng. Jetzt gibt's Mittag, also noch nicht wirklich, weil jetzt müssen wir erstmal kochen und endlich ist es soweit, Kamerakind Dorsten ist wieder am Start. Da es Mittag gibt, ich ruhe mich jetzt aus, ich setze mich jetzt hier schön hin und lass mich hier schön bekochen. Okay, das war wahrscheinlich falsch. Ja, das können wir holen, das ist. Ist das eine Hohlbirne? Nein. Nein. Also, hallo, nicht machen, Hase nicht gemacht. Ja, also heute gibt es was Vegetarisches. Ja, auf jeden Fall. Weil hier ist Ei. Ja, das ist noch vegetarisch. Und was das hier ist, verraten wir nicht. Wartet gespannt drauf auf das Endergebnis, obwohl ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, weiß ich gar nicht. Sonst sage ich es jetzt, nein, ich sage es jetzt nicht. Auf jeden Fall Blumenkohl, Kartoffeln,
Mal gucken, ob der Blumenkohl besser ist, weil wir hatten die Tage Blumenkohl. Ja, war nicht so. War nicht lecker. Aber das ist egal. Das geht wunderbar. Und Stefan, ich glaube, dadurch, dass du jetzt sogar zwei Helfer hast, geht's richtig schnell, oder? Ja, doch. Doch. Und Markus wackelt hier richtig, meine Güte. Ja, wir werden hier durchgeschaukelt. Also es ist auf jeden Fall ordentlich windig. Aber wir haben trotzdem unsere Runde ja gemacht. Und ja, es geht immer irgendwie. Ne? So, so viel zum Thema Kochen. Ihr seid ja das schon gewohnt, hat schon einer bei YouTube auch gesagt. Ich sehe nur Kalorien, ja? Dieser Sender, wir lassen uns immer gut gehen, wenn dieser wir Sender ist bekannt für Kalorien. Ja. In diesem Sinne, jetzt wird gearbeitet und dann wird Kalorien verbrannt. An die umgekehrt. Jetzt werden Kalorien verbrannt und dann werden Kalorien zu. Ich wollte gerade sagen, wir arbeiten ja dafür, um die dann wieder aufzunehmen. Also von daher. Und mal gucken, ob ich dann zum Mittag ein Glas Wein kriege, weil die beiden Herren hatten ja nach dem Wanderung schon ein Glas Wein. Und darfst ja dann erstmal kein Wein, weil du nur Auto fahren musst. Ach, das ist ja doof. Ha, ha. Aber das ist ja sehr doof. Ich darf. So, jetzt muss. Du darfst auch, genau. Kamerakind sagt auch, ich will auch was. Aber du nicht. Ja, ist ja. Aber du kriegst heute Abend wieder was. Mal gucken. Dann halt nicht. In diesem Sinne, wir müssen arbeiten. Die Essensuhr hat 12 geschlagen. Ach nee. Ich wollte gerade sagen. Kurz nach 1 geschlagen. Ich wollte gerade sagen, das, was der Kameramann gesagt hat, 1, das hat so jetzt eher gepasst. Ja. Ja, wir haben uns jetzt lecker Essen hier gemacht. Ich habe es mal nicht so gepumpt. Es war eine schöne Gemeinschaftsaktion, muss man dazu sagen. Ne? Mhm. Also gepfeffert, gesalzen habe ich gemacht. Paniert hat Torscht gemacht, also sprich der Kameraskind. Und ich habe es zusammengebrutzelt. Du hast das alles zusammengebrutzelt. Und jetzt wird es interessant, wie er das hinbekommt, weil er muss jetzt eine Hand nämlich wegnehmen von der Kamera. Denn, jetzt irgendwie. Kamerakindchen müssen sowas lernen. Ne? Mhm. So, in diesem Sinne, wir stoßen an. Stefan kriegt heute Abend dann wieder welchen. Ja, hoffentlich. Und in diesem Sinne, guten Hunger. Mahlzeit. So, zu den beiden habe ich jetzt nur schön mit Öl gesagt. Also das heißt, die sind nämlich jetzt einkaufen. So habe ich mal sturmfrei, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also Sturm tut es ja auch. Aber wir brauchen noch für die nächsten 2 Tage ein bisschen was zu essen. Also müssen die beiden nochmal in den Einkaufsladen. Deswegen sind wir auch nochmal aufgebrochen vom Campingplatz, logischerweise. Ja, dann soll das Wetter ja gleich nicht mehr so toll werden, also müssen wir mal abwarten. Gucke mal, da sind sie nochmal. Mal sehen, was der Herr denn so gerne möchte von mir. Mein Schlüssel, von welchem? Ah, jetzt weiß ich, ich habe so ein Spezialwerkzeug. Muss ich euch mal später zeigen, oder vielleicht kann ich das auch jetzt schnell noch machen. Da ist ein Einkaufswagenlöser. Den gebe ich ihm mal hin. Dann kann er nämlich loslegen und dann können die auch uns was zu essen organisieren. Ja, genau. Wetter soll, wie gesagt, nochmal ein bisschen schlechter werden. Also von daher mal gucken. Wird dann irgendwie schon, weiß ich nicht, vielleicht ein Spieleabend dann oder ein Spielenachmittag. Wir müssen mal gucken. Ja, ansonsten schauen wir mal. Einmal geparkt hier vorm Malibu. Genau, eingekauft haben wir. Oh, mein Knie tut weh. Der ist voll gegen die Scheibe gelaufen. Gott, bin ich blöd. Ja, da war, also Material haben wir leider nicht. Sonst fragt bitte im Edeka in Bad Neuenahr nach. Vielleicht haben die Material und bieten euch das an. Das muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Ich war leider auch nicht dabei. Also ich habe auch verpasst. Und danach ging die Tür nicht mehr auf, weil ich gesagt, oh Gott, jetzt hast du die Tür noch kaputt. Und da war dann noch einer drinnen, der hat natürlich leicht gelacht. Ja, kann ich mir vorstellen. Auch hinter der Maske habe ich das gesehen. Ja, und weißt du was? Ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt. Auch wenn es dein Schaden ist, aber... Ja, vielen Dank, dass du über meinen Schaden lachst. Ja, dann waren wir natürlich gerade bei unserem Haus- und Hoflieferanten für guten Wein. Mhm. Und wir haben nochmal Gläser für zu Hause gekauft, weil muss einfach sein. Und wir haben nochmal Nachschub für diese Reise. Wir haben doch ein bisschen zu wenig Wein eingepackt, genau, aber gut. Der Fotograf, der gerade... im stillen Örtchen ist, das hört ihr nicht, weil es ist ja das stille Örtchen. Und zwei Flaschen Wein für die beiden und ich habe noch Wein. Ich kann nämlich mich zurückhalten. Ich bin ein guter Mensch. Zur Strafe kriege ich Schmerzen. Ja, aber wir werden jetzt noch mal eine Runde gehen, dann gehen die Schmerzen vielleicht mit. Ja, hoffentlich. Was? Gehen, weggehen. Sie wollen weggehen, nicht mitgehen. Ja, in diesem Sinne werden weggehen. Wir jetzt einmal so durch Maischoss umherlaufen, weil, wie gesagt, es ist immer unbeständig, wir wissen nicht, was passiert. Aber im Moment geht das Wetter. Ja, und das soll ja egal sein. So, jetzt machen wir Kamera auf. Abmarsch! Als wenn wir jemals das nach Plan machen. So, wir sind wieder zurückgekehrt und es hat uns die Regenwolke wieder getroffen. Ja, aber rechtzeitig, wir waren schon im Auto. Ja, unser Kameramann-Kind ist beim Rauchen nass geworden. Das kommt davon, wenn man raucht. Aber irgendeiner muss ja was gegen unseren Krieg tun. Für den Krieg? Nee, gegen Krieg.
Ihr wisst schon, was die Raucher so machen. Wir spielen jetzt auf jeden Fall eine wunderbare Version Rommi. Das üben wir schon mal, damit wir, wenn wir Iros und Uwe treffen, wir schön immer Rommi spielen ja, können. Ja, das ist kein Spiel für mich. Was Uwe macht, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich Iris, wenn wir beide Rommi spielen und was die Männer machen. Stimmt, Uwe, wir spielen irgendwas anderes schön. Ich spiele mit der Drohne. Ich spiele Puck, die Sprungfliege. Nee. Aber mit der Drohne ist eine gute Idee. Auf jeden Fall werden wir jetzt Rommi spielen, weil das kann er nicht. Da wird er wieder schön verlieren. Dann ist er wieder traurig. Und ja, dann kann man ihm wieder einen Schmatzer geben und dann ist er wieder glücklich. Mal sehen. Nicht. Wir spielen jetzt was. Spielsatz, Sieg, Ende. So heißt es. Wir haben unsere Rommi-Partie beendet, weil wir haben es jetzt kurz vor 18, 19 Uhr. Schon völlig durcheinander. Und falls ihr wissen wollt, wer das Spiel verloren hat, er ist die absolute Nummer 1 von hinten. Mhm. Mit 518 Punkten, so viel hat er geschafft. Also deshalb will er wahrscheinlich mit Iris dann nicht mehr spielen. Ja, ich habe da nicht so viel Glück bei diesem Spiel. Ist halt einfach so. Ja, Kameramann Thorsten hat 259 und ganz knapp auf Aber Platz wirklich 1 knapp. Mit 206 Punkten. Ich. Der also. Mein Wunder. Naja. Ja, nächstes Spiel kann ich euch auch schon mal verraten, was wir als nächstes spielen. Oh Gott, hoffentlich machen wir jetzt hier keinen Radauzerbums. Weil wir haben ja ein neues Spiel besorgt und zwar Uno Flip. Das ist ganz, auf jeden Fall empfehlenswert. Ist ganz schön flippig, weil es gibt solche Karten, es gibt solche komischen Karten. Ihr werdet sagen, was ist das für ein komisch, weil ihr kennt doch nur die Karten. Ja, das spielen wir auch, aber ohne Aufschreiben, weil das mag Stefan nicht. Jetzt gibt aber auf jeden Fall irgendeine komische. Eine zünftige Mahlzeit. So nein, Brotzeit. Brotzeit. Naja, für uns gibt es eher Salat. Was Gesundes. Und ich esse nur Brot? Ja, nee, du machst Brot mit Aufschnitt und vielleicht ein Pudding dazu oder so. Weiß nicht. Am Schluss heißt es wieder, ich esse ungesund. Naja, also Salat wäre gesünder. Will ich aber nicht. Mhm. Gut, in diesem Sinne werden wir uns nach dem Salat, also wenn ihr Salat gegessen habt, also den armen Tieren essen, die das Essen weg, möchte ich nochmal dazu sagen. Aber naja, so ist das nun mal. Mhm. Und ja. Davon gibt es genug. Und ich glaube, zum Abendessen ein lecker Weinchen. Auf jeden Fall. So sieht's aus, in diesem Sinne wollen wir uns jetzt verwöhnen lassen. Seht zu. Mahlzeit. Wir haben gegessen. Jetzt müssen wir die Kamera wieder selber halten. Das Kamerakind hat Feierabend gemacht. Das ist eine Arbeitsmoral. So. Oh, er wird dafür nicht bezahlt, hat er gesagt. Er hat eine Stulle bekommen. Ich finde, das ist Arbeit. Das ist doch Bezahlung. Manch einer würde sich freuen über eine Stulle. So, wir müssen jetzt Altglas noch wegbringen. Deshalb gehen wir eine Runde um den Platz. Und ja, jetzt haben wir es endlich mal trocken. Und Markus, die blöde Sau, ist jetzt auch mal nicht mehr da. Ja, endlich mal nicht so viel Wind. Das ist schon ganz nett. Wir hoffen, dass... ich glaube, ich muss am Anfang des Videos in FSK 18 machen. Ich sage andere solche bösen Worte. Muss ich mal gucken, ob ich so ein Ding finde. Dieses ist nicht für Kinder und Jugendliche unter... Obwohl, muss man sagen... 16 reicht, ne? Die Kinder, die in der Schule heutzutage kommen mit 6, die sind ja noch frecher. Also dieses Video ist unter 4 Jahren nicht geeignet. Ich hab noch Hoffnung für die Kinder da, ne? Genau. Ja, relativ ruhig, aber voll. Also das muss man sagen, wir haben Pfingstwochenende, wir haben auch nochmal geguckt, alles ausgebucht. Ist alles voll. Das andere habt ihr ja gesehen vorhin, der andere Platz hier im Maischoss, der, naja, schlechte Platz, muss man sagen, voll. Und am Rhein, an der Mosel, ach, das könnt ihr alle vergessen. Da heißt es eindeutig vorher antanzen, sonst und rechtzeitig. Buchen, vor allem buchen, ja. Was halt zu Corona-Zeiten schwierig war. So, wir laufen noch ein bisschen und dann melden wir uns nachher nochmal wieder, wenn wir das Bett bauen. In Malibu ist das ja was Besonderes, gerade bei uns, weil wir ein falsches Bett haben, aber das stört uns nicht, das machen wir trotzdem so.